ein Ja zu der Vorlage Offenlegung von der Politikfinanzierung. Das ist ein gutes Signal. Die Stadt Bern wird dort zur Pionierin in der Schweiz für Transparenz in der Politikfinanzierung. Das ist eigentlich einer der Mängel, die wir noch haben in unserer direkten Demokratie. Mit diesem Ja stärken wir Transparenz in der Politik, wir stärken auch das Vertrauen in der Politik und wir stärken am Schluss unsere direkte Demokratie.